Willkommen zu einer neuen Folge von Diese Woche in Destiny. In diesem Format schauen wir uns gemeinsam an, was die Händler für Godroll Waffen bzw. Rüstung dabei haben, was es im Everversum Neues gibt, aber vor allen Dingen auch, was wir für neue Aktivitäten in dieser Woche so alles haben. Bevor wir jetzt aber in die News einsteigen, einige kurze Worte zu meinem Werbepartner Aoya.com. Dort könnt ihr nämlich 30, 40, ja 50% günstiger Silber für Steam kaufen, je nachdem welches Paket ihr wählt. Und wenn ihr den Code Ilias verwendet, dann bekommt ihr noch einmal 3% Rabatt dazu. In den letzten Wochen war es ja ein bisschen mau, was wir hier berichten konnten, was es Neues gibt. Das ist diese Woche definitiv anders, denn diesen Dienstag ging es los mit dem 30 Jahre Bungie-Jubiläum und mit dabei haben wir zwei brandneue Aktivitäten bekommen, nämlich zum einen den neuen Dungeon, Sog der Habsucht und wir haben die 6-Spieler-Aktivität Mutproben der Ewigkeit bekommen. Hier der Hinweis an alle, der Dungeon ist kostenpflichtig und auch die Waffen, die wir hierin bekommen können, wie die Gjallarhorn und Co., die sind an diesen Dungeon, an das Paket gebunden, aber den anderen Modus, den können wir alle kostenfrei spielen und dort gibt es auch diese Halo-themed Weapon und auch natürlich diese neue Exo-Pistole, Wegbereiter, die wir uns erspielen können. Mega coole Sachen dabei. Ich muss sagen, die 6-Spieler-Aktivität ist richtig nice. Ist im Prinzip wie so eine Art Game-Show von Xur gehostet, beziehungsweise ja, vielleicht sogar eher vom Sternenpferd, ich weiß nicht. Dann haben wir ja den Dungeon, der ist richtig cool gemacht. Wirklich für alle, die es noch nicht gespielt, nicht gesehen haben. Es lohnt sich wirklich. Er macht richtig, richtig Spaß. Und ist vor allen Dingen etwas so ein bisschen, oder das ganze Event ist ein bisschen Destiny oder Bungie-Nostalgie. Bungie nimmt sich ein bisschen selber auf die Schippe, insbesondere auch im Dungeon. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber wir wollen uns natürlich auch die üblichen Rotationen anschauen. Und zwar haben wir in den Playlisten die Rotation der Dämmerungsstrikes. Geht mit dem Strike die Korrumpierte weiter. Das ist einer der schwersten Strikes. Viele hassen diesen Strike, vor allen Dingen ist er auch sehr, sehr lang. Die Modifikationen für den Spitzenreiter sind diese Woche Epitaph, unaufhaltsame und Überladungs-Champions, Abreibung, Passgenau und Sedias Gefangenschaft. Aber die beiden Waffen, beziehungsweise eine davon auf jeden Fall, die diese Woche, die wir bekommen können für diese Pain, die wir hier haben, sind definitiv richtig lecker. Zum einen die Palindrom können wir hier bekommen und natürlich den Schwarm. Der rotierende Modus im Schmelztiegel ist diese Woche Dynamikkontrolle und perfekt dafür geeignet, wenn wir irgendwie noch Waffenkills gegen Hüter brauchen für Triumphe, für Herausforderungen oder wie auch immer. Auch ich werde mich definitiv noch in Dynamikkontrolle begeben, um die ein oder andere Medaille und den ein oder anderen Triumph fertig zu machen, weil es da einfach deutlich einfacher ist. Auch ist diese Woche noch das Eisenbanner aktiv. Hier haben wir natürlich wieder 4 Bounties für jeden Charakter, die wir mitnehmen können. Ist perfekt dazu geeignet, um nochmal das Powerlevel ein bisschen zu pushen, wenn wir noch nicht auf 1330 sind. Von dem her nicht vergessen, hier auch das Eisenbanner mitzunehmen. Im Raid Gläserne Kammer ist die Herausforderung Wart's Up aktiv. Diese Challenge ist in der ersten Phase bei den Konfluxen und hier müssen wir darauf achten bei der Challenge, dass wir die Wyvern erst killen, wenn sie sich opfern wollen. Als Belohnung wartet im Großmeister-Schwierigkeitsgrad vom Raid die zeitverirrte Waffe Vision der Konfluenz. Beachtet aber, dass wir Hard- und Normal-Mode, dass sich da der Loot geteilt wird. Das heißt, wenn wir das Ganze schon im Normal-Mode gemacht haben, gibt es keinen Loot mehr im Hard-Mode. Also von dem her überlegt, was ihr machen wollt. Die Rüstungsfokussierung im Raid ist diese Woche auf Stärke gesetzt. Im zersplitterten Reich ist Wald der Echos da. Wenn ihr die Anker sucht, die gibt es gerade auf der Erde in der Astralausrichtung. Haben wir dann den Boss Krutix aktiv. Das ist der, der eben mehrere Kopien von sich macht. Also eher einer der nervigeren. Aber falls wir hier noch eine Herausforderung, einen Triumph offen haben, dann wäre es diese Woche die Möglichkeit dafür. Für Spitzenausrüstung sind auf Europa diese Woche die Imperiumjagd, die Kriegerin und die Simulation Agilität aktiv. Als Hinweis auch, wir bekommen auch für die Aktivität oder für die neue 6-Spieler-Aktivität Mutproben der Ewigkeit, können wir auch Spitzenloot bekommen. Nur nebenbei gesagt, alle Quellen werde ich jetzt aber nicht aufzählen. Wie immer werde ich euch auch ein Dokument verlinken, auf dem ihr sehen könnt, welche verlorenen Sektoren täglich aktiv sind. Das Dokument, auch hier nochmal der Hinweis, ist von Fallout Plays und auch seinen Kanal habe ich in der Beschreibung verlinkt. Kommen wir zu den Waffen- und Rüstungsrolls, die zu empfehlen sind.
Ja, leider gibt's da nicht so viel. Wir haben bei Banshee, naja, eine ganz gute Kralle der Versuchung. Wenn wir die noch nicht haben, ist mit Warple. Es gibt bessere Schwerter, aber wenn man es für die Sammlung braucht, wie gesagt, ist ganz gut. Dann haben wir die Pistole Der letzte Tanz mit einem guten PvP-Roll. Auch den kann man sich mitnehmen, gerade wenn man auf der Konsole spielt. Da spielt man ja Pistole doch häufiger. Allerdings, ja, haben wir die Woche auch den coolen Wegbereiter bekommen. Vielleicht möchte man aber trotzdem Letzte Tanz haben und das Ganze spielen. Wir haben bei den empfehlenswerten Rüstungen echt nicht viel. Für den Warlock, für den Jäger eigentlich gar nichts. Für den Titan gibt es bei Shax einen Helm mit 19 Intellekt und 15 Erholung, das ist ganz gut. Dann hat Zavala eine sehr gute Brustplatte mit 20 Intellekt, 16 Erholung, 13 Mobilität, die meiner Meinung nach ein bisschen vergeben sind beim Titan, aber nichtsdestotrotz ist das ein schöner Roll. Ada hat Schuhe mit 19 Intellekt, 12 Erholung und 13 Mobilität. Auch hier Mobilität hätte ich da sogar lieber auf Belastbarkeit, aber das ist das Beste, was wir diese Woche eben von den Händlern bekommen können. Wie jede Woche ist aber auch das Everversum wieder vollgestopft mit tollen Kosmetik, sogar noch mehr wie sonst, die wir uns eben mit Glanzstaub oder mit Silber erwerben können. Was wir mit Glanzstaub bekommen können, das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Und das war es jetzt auch schon wieder zu meinem Weekly Reset Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es in der nächsten Woche etwas Neues gibt, werde ich natürlich wieder darüber berichten. Von dem her, bleibt dran. Und wenn es euch gefallen hat, ein Kommentar, ein Like nach oben oder ein Abo, das wäre mega nice. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Ilias. Ciao.